Laser kommt eine neue Kraft im Mord, die als Nachwuchs bringt in jedem Ohr. Die Kraft, die ich meine heiße. Hatte das evangelische Gesangbuch, aber dieses hier ist mein erstes Liederbuch gewesen. Und das ist das Liederbuch, aus dem ich als Schüler die Kinder- und Scherzlieder, die Morgen- und Abendlieder, die Jahreszeitenlieder gelernt habe, Sommerlieder, Herbstlieder, Winterlieder, Weihnachtslieder sind da drin. Und es kommt dann am Ende zu zwei großen Gruppen. Die eine Gruppe heißt, es dröhnet der Marsch der Kolonne. Das sind Lieder der Bewegung, also der nationalsozialistischen Bewegung. Und der letzte Teil, Heilig Vaterland, hat die Vaterlandslieder, die Weihelieder gesammelt. Man sieht im Buch ja an, dass es viel benutzt ist. Und das hängt damit zusammen, dass ich mit großer Freudigkeit diese Lieder gesungen habe. Also die ersten Skinheads tauchten ja in England auf, vor allem in den Großstädten, so in klassischen Arbeitervierteln Ende der 60er Jahre, als so die erste große Arbeitslosenwelle England erreichte. Skinheads reagierten, indem sie demonstrativ sagten, wir sind Prolls. Wir sind Arbeiter, Jugendliche und stolz darauf. Deshalb auch dieses klassische Outfit. Kurze Haare nicht ursprünglich getragen, weil es schick war, sondern weil es ein klassischer Arbeiterjugendlichen-Schnitt war. Das macht man zu Hause, das kostet kein Geld. Und dann kam einfach die Musik dazu, und das war schwarze Musik. Also eine Musik, die Ska, eine Vorform von Reggae, ein bisschen schneller, die niemand hören wollte, die damals so als Kellermusik galt. Daran, dass es im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts einen ungeheuren Aufbruch der Jugend gegeben hat. Und dieser Aufbruch der Jugend war antibürgerlich. Und wenn dann die Wandervogelbewegung also in die Felder zog oder sogar weite Reisen bis nach Südamerika machte, um den eigenen Horizont zu erweitern, dann war dies eine Aneignung von bisher ungekannten Erfahrungen. Dazu gehörte eine passende Musik, also Wanderlieder, Marschlieder, was Wanderlieder meistens ohnehin sind, weil man im Gleichschritt nicht geplant, aber quasi
Takt für Takt in das Marschieren hineinfällt. Diesen Gestus des Vorwärtsstürmens, diesen Gestus der Welteroberung, der in der Jungbewegung schon drinsteckte, den konnte man sich fein zunutze machen, nicht? Und der steckte ja auch im sogenannten Liedgut der Hitlerjugend. Vorwärts, vorwärts, schnitten die hellen Fanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchtend stehen. Mögen wir auch untergehen. Lass uns bestehen, wir werden niemals von dir gehen. To go to a concert and listen to a group that you agree with, it's a lot more enjoyable than going to a political meeting. Mm-hmm. And we can get over to a lot more people that way. And maybe if they listen to the lyrics, they believe in what they say, they will then go out and get involved in the Nationalist Party within their own country. And that can only be good, really. Hymne der Hitlerjugend stammt von Baldur von Schirach, dem Reichsjugendführer, und es ist das Lied »Unsere Fahne flattert uns voran«. Das Lied war für einen Film über die Hitlerjugend oder über irgendeine Gestalt daraus. Und Baldur von Schirach hat sich große Mühe gegeben, nun einen literarischen Text auch daraus zu machen. Und ich denke, dass vieles, was der Text enthält, durch die Musik eigentlich in die Herzen und in die Seelen der jungen Menschen eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hatte. Auch vor allen Dingen das Ideologische. Und die Fahne ist mehr als der Tod, ist natürlich eine Aufforderung, sein Leben einzusetzen für die Idee des Nationalsozialismus, auch wenn sie von den Feinden ringsum nicht akzeptiert wird. Und es ist eine schändliche Aufforderung, dass 10- bis 14-jährige Jungen so etwas zu singen haben. Unsere Fahne flattert uns. Wir haben hier das Liederbuch der Wikingjugend, das in dieser Ausgabe von der deutschen Wikingjugend und ihrer flämischen Partnergemeinschaft genutzt wird. Eine krude Mischung aus alten Volksliedern, Fahrtenliedern, Lieder aus dem soldatischen Bereich, aus dem Bereich der Waffen-SS und typische Lieder auch der Hitlerjugend. Ihr Sturmsoldaten Jung und Alt zeigt, wie man heute versucht, diese alten Soldatenlieder zu singen und dabei die Justiz zu umgehen. Obwohl diese Form des Liedes immer noch den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Hier heißt es, ihr Sturmsoldaten Jung und Alt nehmt die Waffen in die Hand, denn der Pole haust ganz fürchterlich im Oberschlesierland. Es gibt noch zwei andere Varianten. Da heißt es, denn der Jude haust ganz fürchterlich im deutschen Vaterland. Und eine noch etwas frisiertere Fassung heißt, denn der Feind, der haust ganz fürchterlich im deutschen Vaterland. Auch die letzte Strophe ist hier abgeschwächt. Da wurde ursprünglich gesungen, und wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut. Wir haben hier, und wenn die schwarz-weiß-rote Fahne weht, dann geht's noch mal so gut. Häng dem Adolf Hitler, den Nobelpreis zu. Ist die rote Fahne,
Musik und neue Leute ranziehen. Man kann die Leute erstmal damit kriegen. Und dann kann man so, wenn man die Leute dann hat, dann kann man die Leute erstmal formen. Sind ja halt zum großen Teil Jugendliche, die halt dadurch generell erstmal zu einer gewissen Szene in Kontakt kommen. Im Endeffekt die Musik als solches halte ich total für, kann man halt im Endeffekt vergessen, also nach meiner Meinung. Aber um Leute anzusprechen, in erster Linie halte ich es für hervorragend. Seit 36 bin ich erst 9 Jahre alt gewesen, also ich bin sicher noch jünger gewesen, als mein Vater mir eine Trommel gekauft hat und als ich, na vielleicht also ein Jahr später, schon mit der vorgebundenen Trommel marschieren konnte, bin ich als kleiner Junge schon mitmarschiert mit viel größeren und älteren. Hier ist ein Foto, da sieht man mich in der ersten Reihe. Da bin ich bestimmt 3-4 Jahre jünger als alle anderen, die da in dem Spielmannszug bei uns im Dorf hier in Sulzbach mitmarschieren. Anfang ansieht von diesem Lied, da muss man sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, dass das in der Jugend sich so verbreitet hat. Da kommt ein großer Sprung nach oben und dann geht es wieder nach unten zurück. Eigentlich eine komplizierte Struktur, die aber durch diese gleichmäßigen Bewegungen der Melodie sehr einprägsam ist. Und nun kommt der Refrain, der eigentlich wieder in einen echten Marschrhythmus übergeht, mit einem Choralschluss am Ende. Also sehr gegensätzlich in der Machart, aber dadurch natürlich interessant und anfeuernd. Wenn ein junges Volk aufsteht, dann fühlt sich jeder angerufen eigentlich. Und dieser Anruf steckt natürlich auch in der Melodie drin. Die Wirkung ist tatsächlich wie Gift, muss ich beinahe sagen, wie Opium, weil man sich selber damit berauscht. Und in diesem Rausch wird dann etwas möglich, was man sonst nicht für möglich hält, gerade bei jüngeren Leuten. Musik bewirkt in uns einen Zustand, den wir Analytiker als Regression bezeichnen, aber der mehr ist als nur ein Rückfall in bestimmte frühe Denkstrukturen, sondern es ist ein Rückfall in eine Art Automatik, die viel zu tun hat mit einer Nähe zur Tat. Also zum Beispiel Rock'n'Roll, Rocking heißt ja eigentlich wiegen. Nicht? Und wiegen ist eine motorische Tätigkeit und von einer motorischen Tätigkeit zur anderen motorischen Tätigkeit, etwa zum Schlagen oder zum kriegerischen Tun, der ist nicht so groß wie von einer Fantasie hin zu einer Tat. Da wäre immer noch eine Schranke zu überbrücken. Das macht den Unterschied von Lied und Text aus. Und die Musik führt hin zum Text. Sie bringt sozusagen, sie macht unsere Muskulatur, unser motorisches Ich, unser Körper-Ich tatbereit. Ein Text verführt längst nicht so zu, medizinisch sagt man, motorischen Innovationen wie die Musik. Sie können durch ein Gedicht es nicht erreichen, dass jemand anfängt mit dem zu schunkeln oder mit den Beinen zu wippen, aber das gelingt ihnen sehr schnell und sehr gut mit Musik, mit Marschmusik, mit Rockmusik und sonst etwas. Wir müssen für unsere Rasse, deutsches Volk beweisen, dass
Musik ist vom konkreten Ziel her, bei der Nennung konkreter Objekte, mit denen man Beziehung herstellen soll, eher unspezifisch. Aus der Musik können Sie nicht ableiten, wer Ihr Feind sein soll. Das tut der Text. Aber die Musik bahnt umgekehrt dann die Tat, auf die man oder die dann auf dieses Objekt zugeht. Nicht? Dieses Objekt sich sozusagen ranholt und etwas mit dem Objekt buchstäblich macht. Wenn wir über die Musik sprechen, müssten wir zwei Dinge sagen, denke ich. Erstens, man hat immer Rücksicht genommen beim Komponieren darauf, dass das ja von ungeschulten Leuten gesungen wird. Das heißt also, der Tonumfang war nicht besonders groß. Das Zweite, in solchem Falle wie hier, war der Rhythmus ganz besonders wichtig. Ein Rhythmus also, der zum Marschieren geeignet ist. Sie merken die Molltonart am Anfang und dann die Wendung nach Dur, wenn der Text sich positivistisch zeigt. Das ist ein sehr durchdachtes und ein sehr wirkungsvolles Verfahren. Die Wendung auch in einen sehr hohen Bereich zeigt deutlich an, dass jetzt ein Signal gegeben wird, dass jetzt ein Signal gegeben wird in der politischen Richtung und in der musikalischen Richtung. Das stimmt sehr genau überein. Das klingt wie ein Trompetenschall und ist auch so gemeint. Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin. Deutsch ist mein Fühlen, Deutsch ist mein Sinn. 2000 Jahre unser Land hielt einem Ring von Feinden stand, weil immer da ein einig Volk trotz der Gefahr. Frank Rennecke, ein rechter Liedermacher, etwas sehr Ungewöhnliches in der rechtsextremen Szene. Ich selber Funktionär der Wikingjugend und der NPD. Er ist eine Mischung aus einem Liedermacher unserer Zeit und einem Sänger des Liedgutes aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und diese Mischung hat eine ungeheure Brisanz in der rechten Szene. Das heißt, es ist Frank Rennecke gelungen, sich in den letzten 5 Jahren zu einer Kultfigur der rechten Szene zu entwickeln. Nicht nur bei Organisationen wie der Wikingjugend, sondern auch innerhalb der Skinhead-Szene. Das neue Weltbild war erschaut, in Deutschland unser Haus gebaut. Durch eine Dichter-Winkerschar, wie sie die Welt noch nie gebar. Steht Stand in Gunst, in Deutschland Wissenschaft und Kunst. So viel schuf nie ein Volk der Erd, an irdischen und ewigen Wert. So hören andere Länder Glück, so weint mit himmlischer Musik. Das zum einen mein erster Tonträger, der noch ziemlich vom Äußeren als nationaler Tonträger gewertet werden kann. Dieser hieß An Deutschland. Der zweite Tonträger, der dann einige Jahre später kam, der hieß dann Unterm Schutt der Zeit. Was ich also als Schutt sehe zurzeit und was unter diesem Schutt immer noch verborgen ist, nämlich letztendlich das Leben bejahende und jenseits von Schmutz, Kriminalität und Brutalität, das, was ich einfach als Heimat empfinde. Ich habe dann übrigens bei allen Tonträgern die Liederblätter beigelegt, damit jeder dann auch kraftvoll zu Hause mitsingen kann oder das, was ich gesungen habe, dann irgendwie noch nachlesen kann, damit er mich mit meiner Aussage wirklich verstehen kann. Also ein Liedermacher im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier das Liederheft zu Renneckes vorletzter Produktion, Sehnsucht nach Deutschland. Das ist die perfideste Produktion auf diesem Tonträger. Auf die Melodie der Internationale gesungen. Strömt dabei ihr Völkerscharen immer rein ins deutsche Land und knechtet dann die Deutschen und stellt sie an die Wand. Strömt dabei ihr fremden Scharen immer rein in unser Land, ob's Türken, ob Tataren, hier wird jeder anerkannt. Dann haben wir Lieder, die ganz gezielt sich auf die Tradition der Waffen-SS berufen. Lieder wie Ohne Adolf geht nichts mehr. Seine Ballade zum Tod von Rudolf Hess, die er auch zum Rudolf Hess Gedenken vor ein paar tausend Leuten gesungen hat. Mit
letzte 46 Jahre leide. Wenn ein Jugendlicher im England der 60er Jahre aufgewachsen ist, dann ist die Chance, dass er auch rassistische Anteile hat, sehr groß. Weil die Gesamtgesellschaft sehr rassistisch orientiert war damals. Also auch viele Skinheads. Und da die natürlich durch ihr Outfit und durch diese Prügeleien, die oft gar keinen politischen Hintergrund hatten, an den Rand gedrängt wurden, haben neonazistische Organisationen wie die National Front, das British Movement, das genutzt und haben gesagt, Moment, wir sind stolz auf euch. Alle grenzen euch aus, kommt zu uns. Durchaus erfolgreich. Viele Nazis haben sich damals demonstrativ die Haare scheren lassen, um Skinheads zu erreichen. Und so kam immer diese Verquickung, Skinheads und Neonazis. Es stimmte immer nur für einen kleinen Teil der Szene, nie für die Mehrheit, aber sie prägten natürlich das Image. Es gab immer auch rechte Bands in der Szene. Screwdriver ist so ein Beispiel. Von Anfang an eine sehr national orientierte, eine sehr militaristisch orientierte Punkband eigentlich, die irgendwann zu Skinheads wurden. As a British person, I'm really proud to appear here in front of the Deutschlanders. Because, as far as I'm concerned, the greatest man that ever existed came from Deutschland. Und Screwdriver wurde dann schließlich zu der wichtigsten Nazi-Rockband der Welt. Because without Deutschland, without the German idea, without National Socialism, Screwdriver would never have existed. So Screwdriver exists because of National Socialism, which started in Germany and started with Adolf Hitler and started with the Deutsche Party, the National Socialist Party. We really appreciate the fact that Germany gave us our ideals. Das ist ja mein Lied. Los, hol die Texte raus. Ich habe jetzt etwas mehr als 30.000 Titel aus diesen 12 Jahren zusammen und davon sind mindestens 25.000 Liedtitel. Der Reichsminister Dr. Goebbels, der ja Musikfreund war und auch recht ordentlich Klavier spielte, der hatte den Komponisten und Musikern klar gemacht, dass der Staat in Zukunft eine Art Gesprächspartner für sie sei. Wahrscheinlich hat er überhaupt nicht geahnt, welche Lawine er damit in Bewegung setzte. Von da an und im Grunde schon vom ersten Tag des Bestehens des Ministeriums an liefen also Lieder und Partituren en masse beim Propagandaministerium ein. Und wenn man heute mindestens die Begleitbriefe, die oft sehr rührenden, dazu liest, kann man sich also des Eindrucks nicht erwehren, dass da jede Menge gläubiger Leute am Werk waren, die also mit ihren kleinen Möglichkeiten auch als Laien versuchten, etwas zu tun für das große neue Dritte Reich. Schönes Lied. Wirklich. Es ist ein sehr schönes Lied. Man hat den Deutschen ja lange genug erklärt, sie seien das Volk der Dichter und Denker. Da war der Schritt also zum Volk der Liedermacher nicht sehr weit. Das Lied hat schon immer und zu allen Zeiten zur Erziehung gedient. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Kirchenliedern. Die Kirchen aller Konfessionen haben Lieder, die den Gehalt der Religion ja vermitteln an die Gläubigen. Und das geschieht jeden Sonntag in der Kirche. Und die Kirchenlieder werden gelernt, wenn man zur Kommunion oder zur Konfirmation geht, muss man über einen bestimmten Bestand verfügen. Schon da sieht man, dass das Lied durchaus geeignet ist und auch dafür geschätzt wird, dass man Gedanken gut verbreiten kann mit Hilfe von Liedern.
Dasselbe gilt sicher auch für nationales Bewusstsein. Und wir singen das Lied unserer Väter. Es sind dann die Marschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Wir haben den Schrecken gerochen, für uns war es ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Den aussetzen! Wir haben hier den Odalkalender, der jedes Jahr von der Wikingjugend herausgegeben wird, wo in Fotos das Gruppenleben vorgestellt wird. Hier einen Fanfarenzug, zu jedem Monat einen Sinnspruch. Hier haben wir zum Beispiel: Verdirbt das Blut, dann stirbt das Volk. Erlischt die Treue, dann zerfällt die Gemeinschaft. Eine Singschar oder Singegruppe der Berliner Wikingjugend und Wikingjugend dem Marsch auf, über die Straßen. Hier haben wir ein Pflichtlied für das Deutsche Reich. Wir halten treu für Deutschland die Wacht. Wir stehen treu zum Bunde zusammen. Wir Brüder alle grau und gleich. In uns lodern lichte Flammen vom Glauben an das Deutsche Reich. Die Organisation der Musikerziehung war perfekt, wenn man das vom Papier aus sieht. Das heißt also, das beginnt mit den Lehrerbildungsanstalten, die hießen damals noch nicht pädagogische Hochschulen, sondern Lehrerbildungsanstalten. Und von der Reichsjugendführung, von deren Musikabteilung, waren ganz genaue Vorgaben erlassen worden, die die Ausbildung der jungen Lehrer gesteuert haben. Das ist mein Fotoalbum mit Fotos von 1941 bis 1945. Und hier nach der Schulentlassung sieht man schon die ersten Fotos, die in Idstein im Taunus damals gemacht wurden. Da gibt es ein Foto, das die ganze Lehrerbildungsanstalt zeigt, wie sie in langer Reihe auf dem Schlosshof von Idstein angetreten ist. Und ganz hinten am Ende steht der allerkleinste von allen 120 mit der Trommel vorgebunden. Das bin ich. Musikerziehung der Hitlerjugend. So wie aus den Fenstern dieses Hauses klingt aus vielen Musikschulen der Hitlerjugend das Spiel der verschiedenen Instrumente. Besonderer Hochbetrieb herrscht jedoch, wenn die Kinder unserer an der Front stehenden Soldaten unterrichtet werden, die hier in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften die von ihnen erwählten Instrumente lernen können. Warte mal. Etwas zaghaft, aber richtig. Klein Inge macht ihre ersten Gehversuche auf der Tonleiter. Sind der Stolz der Schule. Die Musikerziehung hat dann in der Breite dazu geführt, dass Singgruppen entstanden sind, dass Spielscharen entstanden sind, das heißt also kleine Orchester, dass Blasmusikgruppen entstanden sind. Auch da hat die Musikerziehung von der Reichsjugendführung aus geleitet, eingewirkt und auch eben die erwünschte Musik verbreitet. Achtung, der Führer kommt! Bleibt sitzen, Jungen! Was wollen wir singen? Die Farben der Leben! Hitlers Mein Kampf sollte gelesen werden, das hat kein Mensch gemacht, das war viel zu langweilig. Gesungen haben sie alle gerne. Man wusste, wir haben ungefähr drei grundsätzliche Ziele. Das ist erstens der Kampf, zweitens das Bekenntnis und drittens die Feier. Das heißt, man brauchte Kampflieder, man brauchte Feierlieder und man brauchte Bekenntnislieder. Die Feierlieder waren halt hymnischer, die Kampflieder waren aggressiver
Und die Bekenntnislieder waren, naja, sie waren fast religiös. Erde schafft das Neue, Erde nimmt das Alte, deutsche heilige Erde. Das ist jetzt dieser Blut- und Boden-Mythos, der immer wieder rauskommt und der von Heinrich Spitta in Text und Musik umgesetzt worden ist. Hier ist auf einmal diese dunkle Molltonart drin. Aber jetzt kommt natürlich etwas, was die ganze Sache wieder zum Positiven wendet, nämlich der Kehrreim in Dur. Hier verändert sich das plötzlich aus einem dunklen Zusammenhang, einem erdigen Zusammenhang, kommt es jetzt auf einmal zur Sonne, zum Licht. Das sind Vokabeln, die damals so geläufig waren. Und das sind Vokabeln, die wir also heute auch immer wieder hören. Wenn man hört, in welcher Weise gerade diese Nazi-Rock-Musik abgesungen wird, da kann man sich nicht entziehen, einen Ausdruck zu verwenden, der von Canetti stammt, nämlich den Ausdruck zuckende Masse. Die Menschen sind voll ansprechbar, sie sind ein bisschen sozusagen weg vom Fenster, aber in ihnen ist doch eine Seite aktiviert, die von der man sagen muss, diese Menschen befinden sich in einem Ausnahmezustand. In einem Ausnahmezustand des Denkens und in einem Ausnahmezustand der Tat. Diese Menschen sind gewissermaßen zur Tat, zur destruktiven Tat bereit und ihr normales Regelsystem funktioniert nicht mehr. Weder ihr Mitgefühl noch ihre moralische Kontrolle sind noch richtig vorhanden. Es ist wie sozusagen ein sich annähern an Tabubruch, aber um diese Art Pogrom heute zu erklären, kann man nicht, wäre es falsch zu sagen, das sind sozusagen die Rituale, in denen die Tat vorbereitet und dann ausgeführt wird, sondern dazu bedarf es noch weiterer Mechanismen, eben dass diese Avantgarde mit einer großen Masse in eine Beziehung tritt, und zwar in eine arbeitsteilige Beziehung. Ich kann Ihnen das an einem Lied einer Gruppe, ich glaube, es ist die Gruppe Störkraft, gut beschreiben. Wir machen Deutschlands Straßen türkenfrei. Dazu muss man jetzt wieder beobachten, wie es abgesungen wird in solchen Veranstaltungen. Da ist es nämlich so, dass die Leute bis zu dem Wort singen, wir machen Deutschlands Straßen. Und dann singen sie, halten sie ihren Mund. Und stattdessen brüllt dann das gesamte Auditorium, enthemmt türkenfrei. Was wir also hier vor uns haben, ist eine Art Wechselgesang, in dem die Band und die Zuhörer zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ein Grundprinzip von Stimulation von Massen und von Massendenken und Massenhandeln. Man gibt nämlich bestimmte Aspekte ab und lässt sie arbeitsteilig singen und darstellen. Der Gruppe kann man keinen Vorwurf machen, und das Wort türkenfrei ist für sich genommen auch relativ harmlos. Zusammen ergibt es das brisante Gemisch, was eine Aufforderung zum Mord enthält.
Und diese Taktik der Aufteilung können Sie immer wieder beobachten, insbesondere bei Rechten. Dass es also eine Art kleine Gruppe gibt, die mit einer Großgruppe in Beziehung tritt. Und meine These ist, dass auch die Nazi-Skins so eine Art nach diesem Prinzip der Arbeitsteilung mit einer großen Pogrommasse kooperieren. Sie treten in einen Wechselgesang. Es passiert jetzt auf einer geistigen Ebene, was wir vor 10 Jahren schon mal in Fußballstadien hatten. Das heißt, man versuchte, junge Leute für die rechtsextreme Szene zu rekrutieren, indem man ihnen sagte, gut, ihr spielt gerne Fußball, wir machen Fanclubs für euch und die Leute da sammelte. Heute passiert es eben auf einer anderen Ebene. Da werden also Allbands eingeladen, die NPD macht das sehr häufig. Die jungen Leute kommen in die Konzerte und bekommen über die Musik eine Grundlage für das Gedankengut, das da vermittelt werden soll. Rockmusik, Eumusik und verwandte Musikformen engen unseren Einzugsbereich nicht ein, sondern machen ihn größer, weil es uns über diese Musik möglich ist, Jugendliche anzusprechen, die sonst vielleicht gar kein so großes Interesse daran hätten, sich mit Politik zu befassen. Ich hebe hier auch ein bisschen auf Antonio Gramsci ab, lege den sicherlich sehr frei aus, anders auch als die französische Neue Rechte das tut, der eben sagt, man muss den Streit führen um die kulturelle Hegemonie. Wenn wir das konkret tun wollen, dann müssen wir das machen mit Kulturträgern, die auch akzeptiert werden. Das politische Kalkül ist eindeutig die Funktionalisierung von Musik für den Ideologietransfer. Und das wäre ja nicht das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass wir das erleben. Etwas Ähnliches haben wir ja auch im Vorfeld des Dritten Reiches schon erlebt, durch das Umsingen von Liedern. Ähnliche Prozesse laufen jetzt auch wieder ab. Dieses Lied, ich habe es hier in meiner Kartei, ist eigentlich ein altes russisches Studentenlied. Und dieses Lied ist entstanden unter denjenigen, die nach Sibirien verbannt worden sind, die das angestimmt haben. Und dieses Lied ist dann weitergetragen worden in die Arbeiterbewegung. In der Arbeiterbewegung hat es dann schließlich den Namen bekommen, Brüder in Zechen und Gruben. Und von daher dann ist es in die SA gekommen und wurde dort als Kampflied benutzt. Und wenn ein wirkungsvolles Lied in die Welt gesetzt wurde und sich verbreitet hat, dann haben alle Parteien danach gegriffen, wenn sie das konnten, und haben es original benutzt oder umgedichtet. So ist es mit vielen anderen Liedern gegangen. Aus einem roten Trommler wurde ein brauner SA-Mann. Das ist nicht nur in diesem Lied der Fall gewesen. Aufbruch zum Kampf! Zum Kampf besteht das neu, dem Adolf Hitler haben wir's geschworen, dem Adolf Hitler halten wir die Treu. Deutschland der Wache! Unseren Führer Adolf Hitler, Sie! Heil! Ich gehöre zu einer Generation, die noch mitbekommen hat, sozusagen als ganz kleiner, als kleines Kind die Nazi-Zeit, und dann bin ich aufgewachsen in der DDR. Und beide haben ja nun also das sogenannte Liedgut sehr eingesetzt und das auch sehr aktiv gefördert. Also mir sind sowohl Lieder aus der Hitlerzeit als auch vor allem dann Lieder aus der DDR-Zeit noch sehr geläufig. Ich muss sagen, ich habe den Bruch gar nicht so stark erlebt. Und als ich später dann mit einer Gruppe von Freunden, als wir aus der DDR geflohen waren und in einem Internat waren, da war also dann immer, wenn wir unter der Dusche standen, das war so faszinierend, dann wechselten sozusagen DDR-Lieder und Nazi-Zeit-Lieder ab und wir haben die unterschiedslos sozusagen im rauschenden Wasser runtergesungen. Zunächst einmal hat die DDR
schon in der allerersten Zeit einfach übernommen, was an politisch einigermaßen brauchbaren Lied vorhanden war. Es gab außerdem in der DDR einen sehr starken Hang zur Jugendmusikbewegung. Die Jugendarbeit mit der Freien Deutschen Jugend, mit der FDJ, ist sehr schnell und sehr intensiv nach ähnlichem Muster organisiert worden wie die Jugendarbeit in der Hitlerjugend. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch das Singen, die Musik und die Lieder nicht unähnlich waren. Ich denke, die Merkmale der Qualität musikalischer Strukturen in einem Lied sind ganz ähnlich. Sie können sich nicht von heute auf morgen verändern. Und ich möchte als Beispiel nennen die Nationalhymne der ehemaligen DDR, die ja von hervorragender musikalischer und textlicher Qualität war. Die ist besser als das Deutschlandlied, ohne jeden Zweifel. Und wenn Sie das übertragen auf Lieder, dann müssen Sie eigentlich damit rechnen, dass in den FDJ-Liedern Bestandteile waren, die sich in den Hitlerjugendliedern bewährt haben. Eine gängige und wirkungsvolle musikalische Struktur, die auf ganz anderer Basis beruht, die ist bisher noch nicht aufgetaucht in der Musik. Was mich am meisten beeindruckt hat, sind immer diese Weihelieder gewesen, also Heilig Vaterland zum Beispiel, habe ich furchtbar mit Inbrunst gesungen. Das ist heute so grauenvoll anzuhören, aber das ist nun mal so gewesen. Ich kann nicht mit der Unbefangenheit darüber sprechen, mit der sicher jemand erzählen könnte, der nicht so stark eingebunden in diese Ideologie gewesen ist, wie ich es einmal war. Deshalb habe ich auch die Befangenheit diesen Liedern gegenüber nicht in dem Maß verloren, wie es eigentlich notwendig wäre. Ich sehe gerade, der Text ist von Rudolf Alexander Schröder, der auch nach dem Krieg ein angesehener Lyriker in der Bundesrepublik gewesen ist. Wenn ich mich recht erinnere, hieß der bedeutende Bremer Literaturpreis zu Anfang Rudolf Alexander Schröder Preis. Das ist sicherlich die übelste Nazi-Band, während andere Bands sich noch zurückhalten, zum Beispiel nicht offen Sieg heilen bei Konzerten oder nicht offen ein drittes Reich oder ein viertes Reich fordern oder Sprüche wie Ausländer raus, Juden raus, und macht Noel Moss das ganz zentral. Texte auch sind. Aggressive Rocktexte haben immer nur bestätigende Musik, Wirkung. Also Leute, die Rassisten sind, schreien es nochmal raus. Es gibt auch wenig Argumentationsketten. Es gibt einen kurzen Refrain, der aber nicht argumentiert, sondern ausdrückt, was er bereits voraussetzt. Ausländer raus. Ganz simpel.
während Balladen Geschichten aufbauen, mehr erzählen, Einzelschicksale zum Beispiel erzählen und Argumentationsketten aufbauen, sich Zeit lassen und deswegen so eine Parole wie Ausländer raus erst am Ende eines Songs steht, nachdem lange begründet wurde, warum. Mein letzter Tonträger ist der Tonträger Ich bin nicht modern, ich fühle deutsch. Hier habe ich ganz bewusst die persönliche Aufmachung gewählt. Nicht, weil ich mich nur als Sunnyboy unbedingt verstehen möchte, sondern einfach, um auch äußerlich darzustellen, dass es nicht nur gewalttätig aussehende Menschen gibt auf der nationalen Seite, sondern dass es sehr wohl immer noch anständige Deutsche gibt, für die ich mich persönlich auch halte und habe dieses auch bewusst optisch versucht zu wählen. Mir wird nachgesagt, ich wäre ein furchtbar rechtsradikaler Mensch und ausländerfeindlich. Schauen Sie, sogar mein letzten Tonträger widmet mich einem Ausländer, einem Engländer. Das passt doch eigentlich gar nicht in das Klischee, das über uns böse Rechte so aufgebaut wird. Karl Stuart hat ja auch denn durch seine Balladen mir persönlich eigentlich auch Türen geöffnet. Hätte ein Stuart vielleicht nicht so viel Balladen gesungen seine letzten Jahre? Wirklich Lieder, die mir auch persönlich, auch melodiös, derartig gut gefallen. Von der Stimme kann man vielleicht diskutieren, aber die eine Kernaussage haben, die ja mit meinen Liedern vielleicht sogar hinunter vergleichbar sind. Hätte ich vielleicht auch heute weniger Möglichkeiten, von vielen Kurzhaarigen auch gern gehört zu werden. Die Musik, die als Mittel genommen wird, in irgendeiner Weise zu indoktrinieren, ist in meinem Verständnis immer faschistisch. Das muss nicht der Faschismus des Nationalsozialismus allein sein. Sicherlich alle Musik, die komponiert, gemacht wird und auch gesungen wird, die dazu dient, andere Menschen zu irgendwelchen Taten zu mobilisieren, ist in meinem Sinne faschistisch. Ausgleichsübungen! Arm schwingen, mit Knieschluss anfangen! Was ist denn neu? Das Vokabular ist nicht neu. Das Vokabular ist das alte, was schon in den HJ-Liedern so behandelt und gebraucht worden ist. Die Musik ist eine ganz andere. Das ist deutlich, aber es ist populäre Musik. Wenn man davon ausgehen könnte, dass man sagt, die populäre Musik während der Nazizeit war das Lied, das volkstümliche oder das Volkslied, und die populäre Musik heute ist die Pop- und Rockmusik, dann kann man sagen, es ist zwar eine andere Musik, aber es ist eine Musik, die aus demselben Bereich stammt und in denselben Bereich hineinzählt. Das nächste Lied heißt Deutsche Rasse. Dr. Martens Kurzhaare, das ist arisch, keine Frage. Wieder mit dem Mischmaschblut, denn das tut dem Vaterland nicht gut. Haltet rein, die deutsche Rasse, denn wir sind die Arierklasse. Später und Mann, wir sind gemacht. Deutscher
siegen in jeder Schlacht. Deutsche Rasse. Ich halte die Nazi-Rocklieder für eine vorübergehende Kultur, in dem allerdings etwas besonders authentisch ist. Das ist nämlich dieses Destruktive und sind die Mordaufrufe. Über diesen Mordaufrufen liegen dann mildere, sozusagen der Zensur zuliebe, gefälligere Versionen, in denen dann natürlich nicht direkt zum Mord aufgerufen wird, aber wo es dann immer auch heißt, ihr sollt zwischen den Zeilen lesen und achtet bitte nicht zu sehr auf das, was wir öffentlich erklären, sondern das, was wir eigentlich meinen. Und ich glaube, das, was sie meinen, ist wirklich Aufruf zum Destruktiven, zum Zerstören des Feindes und zum Herausarbeiten auch von Bösen gegenüber. Hier geht es dann wirklich darum, dass man auffordert, diese Menschen zu töten, also die Ausländer zu töten, die Linken zu töten, vor allem dann auch wieder Juden zu töten, die Handgranaten in Parlamente reinzuschmeißen und anderes mehr. Nicht? Das gibt es dann ein Lied, das ich geradezu für paradigmatisch halte. Nicht? Also wetzt die langen Messer auf den Bürgersteig, nicht? Lass die Messer flutschen in den Judenleib, heißt es da. Die Nazi-Lieder von früher wirken demgegenüber also merkwürdig milde und ja, religiös verquast. Das hat sowas Heeres, auch manchmal sehr Gestelztes, nicht? Da ist plötzlich die Rede von bei den Sternen steht, was wir schwören, oder siehst du im Osten das Morgenrot und so. Das sind alles eher sakrale Lieder, in denen Mord und Totschlag und ein perverser Gegenüber nicht genannt worden ist. Und ich glaube, dass das auch über die unterschiedlichen Funktionen dieser Lieder Auskunft gibt. Ich glaube nämlich, dass diese dass der Nazi-Rock dazu dient, eine kleine Avantgarde zu erzeugen, eine tatbereite Avantgarde zu erzeugen, die durchaus sozusagen Anhängsel ist einer großen Bewegung und nicht eine große Bewegung formieren soll, was die Alt-Nazi-Lieder nun tun sollten. Da ging es darum, Millionen und Abermillionen zu einer Einheit zusammenzuschließen und über die Musik zusammenzubringen. Und da war es nicht nötig, dass man das Aggressive betont, sondern das Sakrale. Das Gebiet Ostpreußen meldet 9.482 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. In der Kirche heißt es, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Und bestimmte kleine Avantgarden, kleine kriminelle Vereinigungen, animiert durch die Musik, treiben sozusagen die Idee des Tabubruchs immer weiter voran. Sie öffnen sozusagen immer weiter die Wege, erst für das Denken und dann fürs Handeln. Von den Hitlerjungen des Jahrganges 1928 70% kriegsfreiwillig zu den Fahnen gemeldet haben. Die echte Kriegsfreiwilligkeit dieser Jugend wird in der Kampfmoral auf dem Schlachtfeld lebendig sein. Die Trommel hat mich begleitet bis, man kann sagen, bis zum letzten Kriegstag. Aber mir ist es mit der Trommel gegangen, wie mit allen anderen Accessoires und auch mit allen Symbolen und mit allen Ritualen, die mit dem Nationalsozialismus zusammengehängt haben. Mit dem Tag des Kriegsendes
hatte ich ein elementares Erlebnis der Befreiung. Und dieses Erlebnis der Befreiung hat mich auch schlagartig von allen diesen Ritualen und mit allen Dingen, die mit den nationalsozialistischen Ritualen zusammenhängen, befreit. Bis heute habe ich keine Trommel mehr angerührt, bis heute habe ich keine Fahne mehr angerührt. Ich habe seit der damaligen Zeit auch keines dieser Lieder mehr gesungen. Aber wenn ich an diese Zeit zurückdenke, und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, weil ich ja einen ganzen Roman geschrieben habe über meine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus, muss ich gestehen, das, was am nachhaltigsten nachgeklungen hat, sind die Lieder gewesen. Und es ist sicher am allerschwersten, von den Liedern, die über das Gefühl so viel Stimmung und mit der Stimmung natürlich auch Inhalt transportieren, loszukommen.